And I know the deep blue sea. I swam 1,000 miles just to find you. I've been lost. Tu was du willst, doch mach keinen auf Feier. One night stand, ich kack deine. All das seh ich, all das zähl ich. Danach leb ich, gibst du wenig, kriegst du eh nix. Dann geh ich. So, hier vor uns sitzt der Mill Cooper von Badoo. Manche Leute von euch kennen vielleicht die App. Aus dem Alter bin ich raus und auch den Umständen entsprechend. Natürlich habe ich das hinter mir, aber viele von euch werden es vielleicht kennen. Muss man natürlich immer ganz besonders aufpassen, bei so einem Wetter auch sehr viele Radfahrer unterwegs. Und die passiert mir vielleicht doch mal leichter. Schön versteckt quasi hier hinter diesen Kutschfahrern her und ja, weg, schnell vorbei und weg. Scheiße, die steigen ein und kommen. Verdammt, schnell weg. Natürlich nur ein Scherz, Leute. Aber man weiß ja nie, was die im Schilde führen. Man weiß es nicht. Stehen wieder die Spotters. Mit ihren Bildern, mit ihren Handys und mit ihren Kameras. Nochmal einen schönen Standgasstoß rausgehauen für die Jungs da. Für die Jungs und Mädels wohlgemerkt. Also es sollte jetzt nicht irgendwie frauenfeindlich klingen, denn da waren wirklich, oder da war wirklich auch ein Mädel dabei mit der Kamera, was ich auch sehr cool finde. Also wieso nicht, ne? Ich meine immer sonst keine andere Hauptsache. Nee, Spaß. Also kann, wirklich nur ein Witz am Rande. Also es ist echt jetzt überhaupt nicht ernst oder böse gemeint. Wenn es Spaß macht, wieso nicht? Ich meine auch Frauen haben natürlich die Leidenschaft für Autos. Und wieso sollten die es auch nicht haben? Ja, ich find's super. Ah ja. Also da sieht man mal, wie hoch hier das Sportwagenaufkommen wirklich ist. Da war gerade ein C63 AMG, ich glaube, das war diese 507 Edition. Und unmittelbar danach, zwei, drei Autos dahinter, kommt der nächste M. Und da fühle ich mich ehrlich gesagt wohl. Ja, da fühle ich mich wohl. Mein Auto fühlt sich wohl, es fühlt sich geborgen. Es guckt keiner blöd, weil man, ich sag mal, ein bisschen es guckt keiner blöd, weil man irgendein, ja, ein bisschen sportlicheres Auto fährt. Natürlich kein krasses Auto, ja, will ich jetzt nicht sagen. Aber da habe ich schon Blick geerntet. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, oder wollt ihr gar nicht wissen. Ja, teilweise. Und was ich schon alles mitmachen musste, ey, mir wurde schon mindestens, ich glaube, 3-4 Mal das Auto vollgerotzt, vollgerotztes Taschentuch draufgelegt, Auto zerkratzt. Also wirklich, ob das Haters sind, ob das Neider sind, ob das einfach Nietzgönner sind, einfach Arschlöcher, einfach Deppen. Ich weiß es nicht, aber mit Sicherheit irgendwas davon oder alles zusammen. Richtige Untermenschen, Untermenschen, ja, eigentlich, die es gar nicht verdient haben, in dieser Gesellschaft zu leben. Die gehören eigentlich im Dschungel oder in der Wüste ausgesetzt, meiner Meinung nach. Ja, ich bin jetzt auch nicht für überzogene Strafe für solche Delikte, sage ich mal, für solche, ja, ich meine, trotzdem, es ist eine Straftat, ja, es ist definitiv Sachbeschädigung und dann auch noch eben, ja, fremdes Eigentum zu beschädigen von jemandem, vor allem noch von Privatmenschen, das ist unterste Schublade, ja, also, ich meine, auch so, egal von wem, ja, alter Schwede, was ist das denn für ein Panzer, Junge! Du könntest einfach über mich drüber fahren. Ich zeige euch das mal. Vielleicht zieht man es so ein bisschen von hinten. Leck mich am Arsch, ey. Das Ding, den ihr von der Seite sehen müssen, ist wirklich aufgebockt. Wie so ein Monster-Truck. Echt lustig. Nee, aber im Ernst, also sowas finde ich geht gar nicht. Ja? Also Sachen von anderen kaputt machen, schmutzig machen, mit Absicht natürlich wohlgemerkt. Das ist wirklich unterste Schublade und muss einfach nicht sein. Nissan Navara, auch nicht schlecht. Mr. Monster Truck würde eher passen.
hier auch eines der Hotspot-Hotels, das Charles Hotel. Oh, was fährt da denn? Ein Mustang. Und noch ein Mustang, zwei Mustangs. Der eine ist abgebogen, der andere fährt geradeaus. Kann man lassen, kann man lassen. V8 geht immer. So, hier das Charles Hotel, also das ist das Hotel, wo zum Beispiel in München, wenn die Fußballer da sind, also ich habe hier schon FC Bayern München, als gegen FC Bayern München Juventus Turin in der Champions League gespielt und verloren hat, hat FC Bayern gewonnen. Die deutsche Nationalmannschaft schon gesehen und irgendwas war noch, aber habe ich jetzt vergessen. Jedenfalls hier in dem Park, wo ich vorhin gesagt habe, ich glaube, Alter Botanischer Garten, wenn ich mich nicht ganz täusche, geht der Jogi Löw immer joggen, wenn sie hier im Hotel sind. Und in dieser riesen Parkanlage, die nicht nur riesig ist, sondern auch sehr exklusiv ist, wohnt oder hat gewohnt Pep Guardiola. Nur mal so, falls ihr euch dafür interessiert. Also ganz ehrlich, tut mir schon leid, Leute, wenn ihr da über die Straße fährt. Also jemand, der da drüben auf der anderen Straßenseite auf dem Gehsteig oder da mit dem Skateboard fährt. Das waren jetzt so Skateboarder und die haben da gefilmt. Also ich meine, die können ja nicht jetzt meinen, dass der ganze Verkehr dann für die anhält. Ne? Da habe ich halt mal eine Runde. Oh, eine super geile Location. Und ich muss gestehen, also ihr werdet jetzt auch M5. Ihr werdet jetzt lachen. Ich habe gerade wirklich nur aus Versehen gehupt und das Mädel da rechts hat geguckt. Und ich wollte jetzt, könntest du nicht, dass sie denkt, ich hätte wegen ihr gehupt oder sonst warum. Ich habe jetzt so getan, als ob da links jemand war, den ich kannte, aber okay. Wo ist das eben, ne? Falls es euch mal interessieren sollte, hier ist die Technische Universität. Und hier in der Technischen Universität kann man bis ganz hoch aufs Dach fahren. Da ist eine richtig, richtig geile Dachterrasse mit, wo du essen und trinken kannst. Mit Bar und alles und restaurantmäßig, Kaffee. Hammergeil. Du hast wirklich Blick über die ganze Stadt. Ja? Also kann ich euch nur empfehlen, Technische Universität München. Fahrt nach oben, geht dann schön kalten trinken und ladet eure Freundin oder Frau oder wen auch immer, euer Date zum Essen oder was zum Trinken ein. Kommt immer gut an. Hier auch sehr schicke und das schöne, viele schöne, schicke Lokalitäten, Cafés, Restaurants, italienische Restaurants vor allem. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch so mit Allergien? Also ich habe da so ein bisschen Allergien im Frühjahr und Sommer immer. Gegen irgendwie alles Mögliche an Gräsern, Pollen, Bäume, Blüten, sonst was. Es hält sich noch in Grenzen. Gibt Tage, da ist es schlimmer, gibt Tage, da ist es schlechter. Da ist es natürlich dann besser. Je nachdem auch, wo man ist, wo man sich befindet. Aber ich könnte mir trotzdem Geileres vorstellen. Es ist immer dieses Geschniefe und Genieße vor allem. Das Genieße ist das Schlimmste eigentlich, weil das ist wirklich so am meisten irgendwie. Ja, Omi, ist ja gut, ich gehe schon. Da winkt sie mich durch, netterweise. Ja, ja. Ja, ich hätte fahren müssen, weil da kommen ja auch Autos und nicht alle nehmen die 40. Und wie geht's euch da? Also ich nehme da mal so ein paar Anti-Allergikum sozusagen Tabletten. Ja, sowas ist ja auch mal geil hier. Das finde ich Hammer, das ist richtig geil. Vor allem, wenn man dann sozusagen noch im Konvoi oder halt hier im Duett unterwegs ist. Mit solchen Muscle Cars, diese alten Pony Cars oder nee, Pony Cars ist ja, Pony Cars ist ja glaube ich nur der Mustang. Aber das ist wirklich geil, da hast du wirklich ja, Emotionen dabei auch und da, das ist noch ein Auto, ja, das ist ein Auto V8, Big Block, Small Block, was auch immer, Hemi, keine Ahnung. Das finde ich schon geil. Hier ist übrigens, jetzt steht ja vor mir keine Angst, nee, ist keiner. Hier ist übrigens der Eisbach und die Eisbachwelle. Deswegen stehen auch so viele Leute und gucken. Da ist nämlich die Welle, wo die Surfer unterwegs sind. Auch richtig coole Sache. Also ist auch typisch oder ich sag mal bekannt für München. Diese Eisbachwelle. Eisbachwelle, wieso komme ich auf Berg? Frag mich nicht.
diese Eisbachwelle mit deren Surfern. Hat auf jeden Fall was. Allmächtig, was ist das denn hier? Und Porsche. Eieiei. Die Limousine hier, eine Benz, also die Stretchung war auch ganz krass gerade. Das hätte so ein typisches Mooshammer-Auto sein können. Oder von den früheren Altkanzlern. Sah ganz witzig aus. Sieht man auch nicht alle Tage fahren. Ja, und diese Eisbachwelle, die ist sehr bekannt. Zieht massig Leute an bei gutem Wetter auch in diesen Eisbach. Kann man auch schwimmen gehen, also baden gehen. Echt geile Location, mitten in der Stadt. Ja, muss man sich mal vorstellen. Apropos Ponyka, hinter mir ist jetzt ein Ford Mustang, ein alter, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ist das jetzt ein 67er, 63er, 66er, keine Ahnung, ja, irgend sowas. Ja, Aston Martin, auch nicht schlecht. Also ich kann es euch jetzt echt nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein roter und der schaut sehr geil aus. Da unten die Isar, auch eine Hammer-Location. Also im Sommer oder Frühling, es ist wirklich bombastisch hier, wunderschön. So, RS5 Cabriolet hier vor uns. Auch ganz schnieke. Was hier für Häuser da stehen, ey. Also ich finde, es ist eigentlich das Geilste, so einfach ein bisschen cruisen. Ja? Man muss ja nicht immer ballern und rasen und laut machen, sondern auch einfach mal das Wetter genießen und für sich sein, die Brise vom Wind, vom Durchzug spüren. Das ist das Geilste, was es gibt eigentlich so, vom Autofahren-Feeling her, meine ich. Natürlich ist Beschleunigung noch geiler und Sound, aber ja, man kann auch mal ein bisschen abschalten und runterkommen. Hier Audi A8, V8, was ihr unbedingt gesehen habt, der war zu weit rechts, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe übrigens, dass euch... Oh, hier, Segway-Gang. Scheiße, schnell weg. Ich hoffe übrigens, dass euch die Kameraposition so taugt. Ich habe ja schon mal viel rumprobiert ganz am Anfang und ja, ich finde eigentlich, die ist ganz gut, weil man hat Blick nach vorne, man hat Blick nach links an mir vorbei, was auch immer gut ist, weil der Gegenverkehr quasi immer auf der linken Seite ist. Ihr habt mich im Blickfeld, ihr hört mein Gelaber ganz gut. Man sieht was vom Innenraum. Also ja, wenn es euch irgendwie stört oder was nicht passt oder ihr Vorschläge habt für eine Verbesserung, dann sagt Bescheid. Lasst mich einfach wissen, ne? Lamborghini Gallardo Superleggera. Sogar wenn man hier nur sich kurz mal hinstellt und was am Handy schaut, sieht man schon die geilen Autos fahren. Hammer, ehrlich. And I know the deep blue sea, I swam 1,000 miles just to find you, I've been lost.